In Berlin ist nach mehr als 7-jähriger Bauzeit das Humboldt-Forum eröffnet worden. Corona-bedingt kann es zunächst aber nur virtuell besucht werden. Die Fassade ist dem preußischen Stadtschloss nachempfunden, das früher an derselben Stelle stand. Die umstrittene Rekonstruktion kostete mehr als 670 Millionen Euro. Künftig soll das Forum ein Ort für Kultur und Wissenschaften sein, an dem auch die deutsche Kolonialgeschichte aufgearbeitet wird. Noch sieht es nach Baustelle aus, das Berliner Schloss. Erst morgen früh werden die Zäune abgebaut. Die Eröffnung heute Abend wegen Corona ohne Publikum, dafür live im Internet. Das alte Hohenzollernschloss. Im Krieg schwer beschädigt, 1950 von der DDR-Regierung gesprengt. Das SED-Regime baute an die Stelle den Palast der Republik. Dann die Wände und auch der asbestbelastete Palast musste dran glauben. Doch es ging natürlich um mehr, sagen Kritiker, um Machtdemonstration. Nun also eine Rekonstruktion in der Mitte Berlins. Die Gebäude beziehen sich aufeinander, doch der Wiederaufbau hoch umstritten. Genauso wie der Plan, die ethnologischen Sammlungen hierher zu holen und damit Raubkunst aus der Kolonialzeit auszustellen, so die Kritik. Doch das Humboldt-Forum sieht genau das als Chance. Ein Dialog zwischen den Kulturen soll es geben, das Schloss als Zentrum gesellschaftlicher Debatten. Wir werden uns mit postkolonialen Kritiken befassen und mit der zu lange vergessenen Geschichte des Kolonialismus und seine bis heute andauernden Folgen wie Diskriminierung und Rassismus. Die ethnologischen Sammlungen ziehen erst im Laufe des kommenden Jahres ein. Historische Fundstücke im Keller, ein Panorama zur Geschichte des Hauses und die Skulpturengalerie mit geretteten Resten des Originalschlosses sind schon vor Ort.